Der Druck, in dem du ausgesetzt bist bei der Arbeit, ist enorm hoch, weil es ist ja nicht, dass wir mit einem Karton arbeiten, sondern wir arbeiten mit Menschen. Natürlich jetzt mit dem Coronavirus ist es noch viel schlimmer, weil wir ins Fallen natürlich erster Linie das Personal, zweitens die Umstände, unter denen wir arbeiten müssen. Es ist auch nicht fein, wenn du halt in einem Astronautenanzug drinnen bist, 8 Stunden. Mit der Maske eingepackt wie ein Zombie. Und du sollst nicht aufs Klo gehen, du sollst nichts essen, du sollst nichts trinken. Das kann nicht gesund sein, weil ich merke das nach 7 Stunden. Du schwitzt extrem, du bist patschenass. Dir tun die Knochen weh, dir tut alles weh. Du kriegst Halsschmerzen, dir tut der Mund weh, du kriegst Kopfweh. Du merkst, dass der Körper einfach viel mehr belastet ist als davor. Man kann halt nicht 8 Stunden in einer Covid-Station arbeiten ohne Pause, ohne sagen, ich darf nicht Pipi gehen oder vielleicht muss ich mal groß gehen, kann ja sein. Ja, was soll ich mir in die Hosen machen? Entschuldige. Dann fangen sie an zu diskutieren. Na, wir müssen mit den Anzügen sparen. Sporen, also ich arbeite in einer Covid-Station und muss als Personal für das Geld, was sie verdienen, von einem Umzug sparen. Ja, also wo seien wir denn? Es will ja, dass sie in der Covid-Station arbeite. Dann wäre ich ja das Reichtum. Und wenn ich 5-mal im Tag einen neuen Umzug anlege oder eine neue Maske aufsetze oder 20 Paar Handschuhe brauche, ich glaube, wenn wir sie müssen anfangen diskutieren, nachher hört bei mir der Spaß auf. Das hat mit Pflege oder wie sagt man, in Würde alt werden, wie wir schon gesagt haben, nichts mehr zu tun, weil das ist leider Deutsch gesagt, wie man bei uns im Dialekt sagt, ein Gehudle. Es wird das Notwendigste getan, natürlich oft einmal auch unter Umständen, wo wir Personal nicht einmal dafür kennen. Aber wir persönlich müssen das ja noch auch in die Verwandten sagen und beibringen, weil da können wir noch fragen, na, wieso hat mein Tato meine das Frühstück nicht gekriegt, na, wenn und das und so. Und wir sind ja diejenigen, wo es noch, wir müssen ja sicher der Chef hinter dem Schreibtisch drinnen, wird sie sicher nicht anleiten und sagen, na, wieso und warum. Und das ist das Traurige, nicht? Weil da fühlst du dich nicht verstanden und das wird einfach nicht gesehen. Und für mich ist das ohne Respekt, ohne Respekt vor den alten Menschen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Weil es sind teilweise Leute, denke ich mal, die haben viel mitgemacht im Leben, die haben Kriege mitgemacht, die haben für unser Land gekämpft. Und die haben ein Recht drauf, in Würde alt zu werden und auch, die haben ein Recht drauf, in der Sterbephase begleitet zu werden und nicht abgestempelt werden wie. Wenn sie jetzt so an der Pest sterben, dann, oder okay, lassen sie halt liegen, weil der in 10 Minuten stirbt, oder das ist der Nächste, oder das ist der Übernächste, oder das ist. Und das ist furchtbar. Also ich finde das so furchtbar. Was mir in Herz weh tut, weil ich jetzt wirklich in 2 Wochen oder 3 Wochen in viele Leute sterben gesehen, viele. Also das ist unter aller Gürtellinie. Also man kann so etwas nicht bringen. Ich kann einen Menschen nicht mehr mal, also der tut die Augen zu, was passiert. Und das ist ja nicht, dass der allein in einem Zimmer drinnen ist. Das sind ja andere, also 3 bis 4 Leute in einem Zimmer drinnen. Ich muss den Menschen, ich darf ihn nicht mehr anwaschen, ich darf ihn nicht umlegen. Alles bleibt zu, was zu ist. Der Mensch wird eingesputzt, der wird eingewickelt in Leintücher oder wie auch immer und in einen schwarzen Sack rein und weg. Also, was das jetzt mit Menschenwürde und Sterben in Würde zu tun hat, frage ich mich wirklich. Ich glaube, so kann das nicht weitergehen. Es muss einfach unbedingt, es muss möglich sein, dass die Leute in der Sterbephase begleitet werden können.
und selbst von den engsten Verwandten. Das muss machbar sein, das kann es jetzt nicht sein. Und für ins Personal, was wäre es sowieso eine große Unterstützung. Weil es ist ja nicht leicht, dass sie den Mensch begleiten können. Sie sind ja da, sie können dem Mensch helfen, was nicht, Essen eingeben. Sie können dem Mensch ein bisschen Kraft geben, sie können ein bisschen aufbauen. Und das fehlt einfach nicht. Das kann halt nicht Auxiliare machen oder ein Freiwilliger. Oder. Das geht nicht, weil Verwandt ist Verwandt. Ob das Mama, Tata, Kind ist, Oma, Opa, ist ja gleich. Das muss machbar sein. Also von mir aus gesehen, meine Meinung ist, dass von früher weg, wo es abgeklungen ist, bis jetzt in den 6 Monaten, wo Zeit war, wo es ja eigentlich ganz ruhig zugegangen worden ist, viel zu wenig getan worden ist in den Heimen oder wie auch immer, ob es Altersheim ist oder Krankenhaus oder Institutionen. Man hätte das können mit Sicherheit, auch mit, ob das jetzt jung oder alt, einfach mit den Leuten, wo es aufgenommen worden sind, also wie irgendwelcher Krankheit, ist ja gleich, auf jeden Fall schon einen Test regelmäßig hat man können durchführen. Man hat wahrscheinlich im Verlauf mehr verfolgen können und hat auch mehr gesehen, du hoppala, jetzt, was weiß ich, Juli, August, hoppala, jetzt kommt eine Zeit, wo so langsam sieht man wieder, dass es steigt. Noch hat man erkennen, sich magari schon anders vorbereiten, viel mehr Organisation, Personal, wird immer da, wird immer zusammen, wenn es so weit kommt. Weil das ist ja von einem Tag auf den anderen gekommen. Also wie bei uns oben, da hat es innerhalb 2 Tage hat's geheißen, zuerst war eine normale Station, wie es oben ist als Klinik mit, wie sagt man, mit älteren Leuten, was oben kommen, junge Leute, ob das jetzt Alkoholismus, Drogenabhängige, psychisch Kranke, da nehmen wir die ganze Palette durch, die hat man alle kenntesten. Und ich glaube, noch hat man sicher einen anderen Weg finden. Das Personal ist auch nicht getestet worden. Außer aus freiwilliger Basis jetzt nicht. Aber ich bin nun mal sicherlich seit März nicht mehr getestet worden. Was ich mir am meisten wünschen tat, ist einfach, dass wirklich, dass die hergehen und wirklich jetzt einmal, wie sagt man, die Zügel in die Hand nehmen und versuchen jetzt einmal wirklich, na schau, wir tun in Gehalt auch, aber ich rede jetzt nicht von 100 Euro, da reden wir mal von 500 Euro aufwärts. Ist egal, wer das ist, sind wir alle im gleichen Boot. Ich meine, ich verdiene heute als Pflegehelferin 1400 Euro. Ja, dann gehe ich Teller ausspielen, dann verdiene ich mehr. Aber ich tue das ja, weil das mein Beruf ist. Ich tue das ja mit Herz. Und sonst brauche ich es nicht, dann ist es besser, wenn ich daheim bleibe. Mehr, wie sagt man, Begleitung für ein Personal, ob es jetzt psychologisch ist oder wie auch immer. Viel mehr Unterstützung seitens der Führungskräfte, weil oft wird man sich auch, man fühlt sich oft von den Führungskräften auch im Stich gelassen, weil es wird ja allem heint hinter dem Schreibtisch sitzen und sagen, ja, das machen wir so, das machen wir so, das machen wir so. Ist ja einfach, wenn du nicht im Geschehen drinnen bist. Weil man kann auch nicht hergehen und sagen, okay, ich habe heute ein Reparto mit 30 Patienten in deinem Stock und habe einen Personalschlüssel von, weiß ich nicht, dort 20 Personen. Mit den 20 Personen muss ich aber die ganzen Turnusse andecken. Dann werde ich die Zeit vorgeben. Ich habe so und so viel Zeit für einen Patienten oder einen Betreuten oder wie auch immer. Geht nicht, das funktioniert nicht. Weil heute kann ich beim gleichen Menschen in der Früh 10 Minuten Arbeit haben, aber am nächsten Tag brauche ich eine halbe Stunde, weil wieder ein anderes Problem aufgetreten ist. Verstehst du? Der Druck, was da ist für ins Personal ganz, ganz schwierig. Weil du kannst deine Arbeit nicht
so ausführen, wie du es eigentlich gerne möchtest.